Hallihallo und willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Yay! Es geht weiter mit neuen Waffenmissionen. Ganondorf steht auch schon bereit, aber wir brauchen heute Sheik. Ja. Ja, gesucht haben wir schon, soweit ich mich erinnere. Also retten wir mal die verbündeten Einheiten, Stufe 3. Ja. Wir sind ganz oben rechts in der Ecke und wir kriegen die Stufe 3 Mission. Ernsthaft? Ja, das heißt ja nicht, dass Stufe 3 jetzt unbedingt einfach ist, nur halt die dritte von der Sorte. Ach so. Darum geht es. Ah. Ja. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht so richtig begriffen. Ja, ich habe mich eingeschaltet. Also du ja, kannst. Ich darf Sheik nehmen. Ja, du darfst Sheik nehmen. Wir haben leider noch nicht seine Stufe 3 Waffe. Überraschung, Überraschung. Ja. Woran das wohl liegt? Das kann ich dann mal nehmen. Ich schnapp mir mal den Gleiter, weil ich damit gerne mal ein bisschen aufräumen will. Wir haben ja inzwischen einen magischen Gleiter hier mit 420 Angriff. Ich wollte dich gerade fragen, ob du das nicht noch das Kostüm überprüfen willst, welches du anhast. Aber schau mal, gehst du jetzt einfach mit irgendeinem Kostüm da rein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Schattenlink momentan bin. Wundertüte, mal gucken, was jetzt hier gleich dabei rauskommt. Wir haben inzwischen so viele Kostüme für Link. Ja, Link hat inzwischen Millionen von Kostümen. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Es gibt zwei Schattenbarrieren. Wo ist denn die Schattenfee? Ich sehe keine Schattenfee. Ach, da vorne ist die Schattenfee. Oben rechts, das heißt, eine Barriere mit Magie einnehmen. Ja, das wird ja kein Problem sein. Ja, okay, das obere ist das Hauptquartier, alles klar. Also, los geht's. Ja, ich bin Schattenlink auf dem Schattenspinner. Sieht interessant aus, der Spinner ist tatsächlich auch dunkel. Ja, ich hab's gesehen. Ja, dann hole ich mir halt immer die Fee, weil warum nicht? Hab bis jetzt immer noch nicht ein einziges Mal wirklich mit dem Spinner gekämpft. Nicht in einer Mission, wo ich richtig Gegner niedermähen konnte. Also das wird jetzt für mich eine richtig schöne neue Erfahrung wieder. Ja, obwohl wir den 420 haben, habe ich den in der Zwischenzeit nicht einmal irgendwie mal überlegt zu verwenden oder so. Ich weiß gar nicht warum, wir haben auch einen 420er Einhänder und eigentlich ist das Ding ja nicht wirklich schlechter als Einhänder, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Naja. Aber lag wahrscheinlich einfach daran, dass ich hier dran noch nicht gewöhnt bin. Ja, das ist ein Moblin, der überhaupt keinen Schweiß hat. Ich bin enttäuscht. Oh nein. Aber trotzdem so das Gefühl, die Gegner sind hier relativ schwach für die roten Missionen. Ich meine, zugegebenermaßen, ich bin jetzt Stufe 109 Link mit einer 420er Spinnerwaffe. Ja, also ich brauche immer noch Zeit, um einen einzelnen Moblin umzubringen. Aber die Gegner, die ich angreife, sterben recht schnell. Außerdem ist da vorne ein Dieb direkt neben mir. Ich habe hier einen Moblin, einen Dieb und einen Pyroma. Ja, warte, ich komme. Ich komme, aber ich sehe schon, du machst gerade deine ultimativen Attacken. Was ist denn die? Ein Feuer-Ralfos. Wir haben übrigens wir haben noch eine, um genau zu sein. Eine einzige Feuer-Ralfos-Schwinge. So unglaublich, wie die uns ausgegangen sind. Ja, das ist doch Silbermaterial und so. Ja, das stimmt wohl. Aber trotzdem hat es mich ein bisschen überrascht, dass wir davon so wenige mehr haben. Boom. Oh, das hat ganz gut funktioniert. Ich weiß noch nicht, welche Kombos hier wirklich gut sind. Ist irgendeine Empfehlung? Keine Ahnung. Ich habe damit auch nicht viel gespielt mit der Waffe. Au. Aroma, lass den Unsinn. Und Finisher. Ich hab mein Wasser schnell weggemacht. Frecher, du hast tatsächlich Schaden mit Sheik genommen. Ja, ganze zwei Arten. Das geht. Ich muss jetzt gar nicht mal so sehr auf meinen Schaden achten, glaube ich aber, weil ich bin mal nicht Master Schwert Link. Irgendwo habe ich ja gerade Route gesehen, oder? Jawohl, wir haben eine Schattenfee gekriegt. Irgendwas habe ich da gerade Blaues im Augenwinkel gesehen. Was war das denn? Also vielleicht war es einer von den Eckpfeilern. Das könnte eine deiner Animationen gewesen sein. Ich habe nur gesehen. Ich kann schwören können, der stand Ruto nehmen. Ja, okay. Ich habe mir das Wasserschild beschworen, davon muss ich jetzt die Attacke hier machen. Vielleicht hast du die Wassersäule irgendwo rumfliegen sehen. Ja, das wird es gewesen sein, dass die Wassersäule irgendwie gerade in der Ecke meines Bildschirms aufgetaucht ist. Und ich dachte, oh, Ruto. Ja, passiert ja, schon mal. Schmeißt du sonst keiner mit Wasser um sich. Noch ein Feuer-Ralfos und noch ein fetter Moblin. Dann hoffen wir doch einfach mal darauf, dass der Feuer-Ralfos ein Silbermaterial gibt und der Moblin kann meinetwegen irgendwas geben. Das ist mir vollkommen egal, brauchen wir nichts von. Die Schilde von den Schildmoblins haben wir sowas ist ja von. Schild, das ist ein normaler Moblin. Normaler Moblin? Okay, ja. Dann brauchen wir sein Silbermaterial. Ja, das ist ein Schildmoblin. Nein, das ist ein normaler Moblin. Der hat ein Holzschild. Also. Ah, okay. Ist ein ganz normaler Moblin. Was ist der starke Angriff von diesem Ding? Ich schieße einen Spinner vor mich und ich stelle einen Spinner auf dadurch. Kann ich den benutzen, wenn ich so einen Spinner aufstelle? Ja, wenn du mit deinen. Manchen von deinen Techniken andere gegen die Spinner gegenhaust, werden die Spinner auch durch die Gegend geschleudert. Ah, ja, tatsächlich. Ich hab's gerade gesehen. Interessante Methode. Muss man aber, glaube ich, erstmal ein bisschen Übung mit haben, um das ordentlich zu verwenden. Ja, ich glaube auch. Ich habe damit auch nicht viel gespielt. Hast du deinen Goldschweiß, Feuer-Ralfos und wow, hat das wenig Schaden gemacht, die Spezialattacke einzusetzen. Das wird eine Weile dauern. Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt nicht auf die Belohnung geachtet habe, als wir gerade eben angefangen Herze, haben. Herze, Herzcontainer und Aran. Ah, okay. Na, Herze und Herzcontainer waren in Festungen, schätze ich mal. Ja. Aran ist die Waffe. Ja. Das Petulas gab's nicht, das habe ich gesehen. Ja, dann hoffen wir doch einfach mal, dass hier oben in der Bergfestung endlich mal ein Herzteil oder sowas sein wird. Herzcontainer wird wahrscheinlich in der Barrierenfestung sein. Wo
Von daher. Davon. Ja. Oh ja, oder ein Schlossjugul, da ist es ja auch häufig genug irgendwelche Belohnungen drin. Hast du nicht zufällig Magie gefunden? Ich habe immer noch keinen einzigen Magie gebraucht. Ich habe 4 von 5. Das ist gut, dann kannst du die eine Festung gleich einnehmen. Die eine, die wir nicht anderweitig erobern. Ja. Schon nicht schlecht, was die Spinner für AOE-Angriffe machen. Ja. Kann man gut mit aufräumen in den Festungen. Habe ich ja schließlich auch 15 Euro für bezahlt. Ja, das stimmt. Immerhin hast du noch weitere Verwendungen für deinen Amiibo und du kannst sie jeden Tag scannen und so weiter, genauso wie ich nicht, jeden Tag. Nicht, dass ich den ein einziges Mal danach gescannt hätte, aber ja, theoretisch. Also ich habe bis jetzt jeden Tag Pikachu gescannt, seitdem ich den hier rumstehen habe. Und ich glaube, ich habe Hyrule Warriors, seitdem ich Link da eingescannt habe, nicht ein einziges Mal mehr gespielt. Okay. Von daher. Du bist auch überladen mit, wenn du hier spielst. Ja eben, also wenn ich es dann auch noch bei mir spielen würde, wäre mir das persönlich ein bisschen viel. Und der Moblin ist tot und der Moblin hat leider nur sein rotes Material fallen gelassen. Komm her, Feuer-Ralfos. Der ist immer noch nicht tot, also ich kämpfe immer noch gegen einen Goldschweiß-Feuer-Ralfos. Jetzt ist er tot. Du machst gerade deinen großen Spezialangriff da. Ich denke gerade, wollt ihr mal angreifen? Wollt ihr mal? Ach, Moment. Ja, das war mein Finisher. Das schon wieder. Das übliche Problem, wenn man mit 2 Leuten spielt, ja. So, aber die beiden mit einer Spezialattacke anzugreifen, hat sie auf nicht mal mehr ein Viertel HP runtergebracht. Oh, und für den einen HP, den er jetzt noch übrig hat, muss ich einen Finish-Angriff machen. So, sehr ich habe Magie voll, dann gehen wir doch mal in die Barriere. Da. Hier vorne ist leider das Hauptquartier, da komme ich von hier aus überhaupt nicht rein bis jetzt. Aber da liegt noch massig Material rum, das holen wir erstmal. Ja, und dann begeben wir uns dann noch in die Festung ganz links, die schon die ganze Zeit lustig blinkt, weil das Spiel eigentlich will, dass wir die einnehmen. Passt. Zeitlich? Nee, lange nicht. Okay. Ah, vielleicht mit dem Spezialangriff. Ich glaube, Sheik müsste auch Gold erobern von Festungen haben, also. Da liegt ein Magiekrug drin. Ich renne mal einmal außen rum, versuche mal in den Magiekrug zu gucken. Ist das ein Pot bis jetzt noch? Okay. Ja. Okay. Na, für den Fall kann ich auch gleich eben rüberkommen, da einmal reinspinnen. Und Material erhalten. Hier ist außerdem Sia in der Festung, die definitiv sterben will, nachdem sie ihre Schatten links beschworen hat. Ja, ich habe definitiv schon mal 3 Magie auch wieder voll, also. Schon nicht schlecht, wenn du noch ein bisschen was in Gras findest oder in einer anderen Festung. Schauen wir mal, dann was hier in der Festung drin ist. Ist auch leider nur ein Fünftel drin. Setzen wir mal Spezialattacke einfach rein. Schauen wir mal. Ist hier ihre Maske gar nicht auf? Das ist ungewöhnlich für sie, dass die man einfach so auf dem Feld trifft, dass sie nicht das Schlangenkostüm mit Maske hat, oder? Ja, das stimmt wohl. Dann müsste jetzt aber auch eingenommen sein. Boah, ich denke mal nicht, dass du so viel Schaden genommen haben wirst, deswegen. Ein ganzes Herz. Ja, kann man, glaube ich, mitleben. Ich denke mal, besonders in diesen roten Missionen, die eine relativ hohe Toleranz hat, wie wir schon festgestellt haben, wird das kein Problem sein, ja, für die Endwertung. Kaboom! Und sie hat einmal Spezial angegriffen. Sie hat eine Waffe fallen gelassen. Juhu! Weil man ihr Material auch bestimmt nicht braucht oder so. Ihr Gold brauchen wir immer noch recht häufig, muss man sagen. Wie alle Goldmaterialien. Ja, wir haben ganz wenige, die wir nicht mehr so häufig brauchen, aber Xanthos haben wir immer noch nicht einmal. Und ich habe auch keine Mission bis jetzt gefunden, in der man Xanthos farmen könnte oder so. Ich habe auch noch nicht so richtig aktiv danach gesucht, aber ich habe bis jetzt noch keine wirklich sinnvolle gefunden. Also hier ist eine Kiste für dich. Ja, ich habe es mitgekriegt. Nur um es nochmal angemerkt zu haben, ja, da draußen läuft ein Moblin, den können wir mal eben töten gehen mit einer Spezialattacke, denn ich habe sowieso noch massig Balken übrig. Ja, hier habe ich, 2 Moblins und einen Goldschweiß. Vorher Ralfos, also hier draußen ist was zu tun. Dann gehen wir mal weiter in Richtung Schloss Hyrule runter, da wartet auch noch ein Moblin. Und das will ja auch noch erobert werden. Bonk, bonk, bonk. Finisher! Der Feuer Ralfos und weitere Feinde wurden gesichtet. Eigentlich sind es 3 Feuer Ralfos, aber. Und weitere Feinde, finde ich, ist immer die beste Beschreibung des Spiels. Ja, da kommt eine Truppe Stoßtruppen. Die wird direkt nochmal spezial angegriffen, da ist die ganze Stoßtruppe hinüber. Wooms! Oh, ich hab den Feuerreifers nicht erwischt, schade. Oh, ich hab 500 Feinde besiegt, so Dinge, die ich gar nicht mitkrieg. Der ist sogar Goldschweiß, der Feuerreifers. Hui. Muss ich ja dagegen kämpfen. Naja. Link hat die Wehrfestung erobert vor so ziemlich einer halben Stunde. Ja, und in der Wehrfestung sind dafür 3 Feuerreifers gespawnt. Ah, da sind sie hingekommen. Ja. Ich hab immer noch einen mit Goldschweiß und noch einen normalen Moblin, also ich hab noch zu tun. Hier ist noch einer mit Goldschweiß drin. Das ist Goldschweiß-Rubrik Feuerralfos im. Hallo? Das ist nicht das, das ist nicht das Schloss von Hyrule, sondern ist das Schloss der Goldschweiß. Wo schwitzt der denn hin? Da vorne schwitzt er. Ist hier in die Ecke geschwitzt. Du hast die Verbündeteinheiten gerettet. Das war auch so schwer. Und jetzt hat er sich gedacht, ach, ich zeig mal meine Schwachpunkte, damit ich schnell zu besiegen bin. Ach, das ist noch ein Moblin, okay. Hier ist echt voll.
Wir sind so gut wie keine Story-Charaktere, aber einfach tausende von den einzelnen Goldschweiß-Gegnern. Ja. Mond! Sehr schön. Ich hatte eben nur Powerbomb, aber die habe ich nicht wirklich zum Nutzen gebracht. Der Feuerreifers hier hat echt Spaß, sich einfach angreifbar zu machen. Das ist ungewöhnlich für Feuerreifers. Das stimmt. Normalerweise machen das in erster Linie Nimbusgarden und Stahlmeister. Mond! Moblins ab und an, je nachdem wie sie sich fühlen. Dieser Feuerreifers hat 3 Monde auf dem Kopf gekriegt. Das muss ein ziemlich toter Feuerreifers sein. Nee, er hat immer noch mindestens ein Viertel HP. Meine Güte, naja gut. Ist halt leider nur in Anführungsstrichen der Mond. Und der Festungskommandant ist gesichert. Ist halt leider ein nur Level 46 Ski. Ja. Vielleicht wird ja später noch ein Charakter hinzugefügt, der den Mond stärker benutzen kann. Wer weiß. So, wir haben... Mit einer Level 2 Waffe auch nur, also... Mit einer? Na, ich. Schick. Ja. Level 2 Waffe, ja. Ja, deshalb meine ich, ich mache nicht so viel Schaden, weil ich bin halt nur Level 46. Mit einer Level 2 Waffe, ich habe es als mit einer Level 2 Waffe interpretiert. Ja, hier unten ist deine letzte Kiste, kannst du mal eben holen gehen und ich kill so lange den Rest hier oben. Ja. Da ist ein Hyrule-Schweiß, Mann. Boah. Ja, den mussten wir retten. Hier ist noch ein Goldschweiß, Feuer, Ralfos und noch eine Schatztruhe. Ja, der ist in der Wehrfestung gespawnt. Ich wollte gerade sagen, der muss dann aber gerade da aufgetaucht sein. Ich habe eben noch alle aufgeräumt, die da unten drin waren. Außerdem ist jetzt mal der Herzcontainer. Das hat ja lange gedauert. Ja. Yay, Herzcontainer. Man sieht nie, ob sich Schick freut oder nicht. Ja. Man kann es höchste Zelda ansehen. Stylisches Mundtuch und so. Ja. Dann werde ich schon mal die letzte Festung befreien gehen. Ich habe ja hier auch meine Feder bei immer noch. Jo. Aber vorher sind hier noch 2 Moblins, die definitiv sterben wollen. Die sind aber schon sehr, sehr angeschlagen. Haben die gegen dich gekämpft? Weiter geht's. Mit dem Herzteil. Hoffentlich. Hast du gegen diese beiden Moblins da schon mal gekämpft? Die waren auch praktisch kein AP mehr. Kann sein, dass ich die da aus Versehen irgendwann mal reingeschlagen habe. Hm. Ich habe mich irgendwann nur noch dem Goldschweiß-Feuer-Ralfos gewidmet, der war mir irgendwie wichtiger. Ja, okay. Ist verständlich. Kann sein, dass ich die Moblins nie richtig fertig gemacht habe, sondern dass sie irgendwann... sich dann gedacht haben, da ist eigentlich eine Festung, die wir einnehmen könnten. Eigentlich viel praktischer. Und Ganondorf ist der feindliche Kommandant. Na dann wurde jetzt die Finsternisbarriere zerstört und auf in die Schlacht. Erstmal mit Spezialangriffen, weil ich hab noch 3. Ich komme! Boom! Oh, das ist jetzt halt, ich bin in irgendwelchen Animationen gerade drin. Da bin ich! Magie! Magie habe ich leider nicht. Ich habe immer noch nicht ein einziges Mal die Magie last, auch nur zur Hälfte gefüllt. Bin ich leider recht arm dran, was das angeht. Hier ist noch ein Magie-Pot. Den könnte ich in der Festung. Gott sei Dank, den habe ich auch gerade gesehen beim Angreifen. Den könnte ich eigentlich mal eben mitnehmen. Es ist Magie voll. Sehr gut. Dann kann ich gleich auch Magie anmachen. Ich habe die Ganondorf damit eiskalt nicht getroffen, weil oh, tatsächlich. Die Bäume von Sheik so winzig sind. Dann mache ich jetzt meine Magie mal an. Hey, ja. Magie mit dem Gleiter, der kann ja lustig werden. Den habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht benutzt. Ich weiß auch nicht, was seine Animation ist oder so. Also ich werde versuchen, mich in ihn reinzustellen, wenn ich das benutze. Die Wehrfestung ist inzwischen auch unter den Angriffen des Feuerralfes gefallen. Egal. Achtung, er macht Angriff. Ja. Achtung, ich mach Magie. Okay. Rup, ich stelle mich mal direkt vor ihn. Und es ist einfach nur ein Schlag vor mich. Und er ist angreifbar. Du machst Finisher? Nee, das war einfach nur normaler Angriff. Nee, ich hab Finisher gemacht. Boom! Okay, dann war seine Schwachpunkte einfach sofort wieder draußen. Ja, und ich hab jetzt Finisher gemacht. Aus irgendeinem Grund sofort wieder da und du hast dann direkt noch einen Finisher gemacht. Achtung. Ich meine, ich beschwer mich nicht. Rup, Special Attack! Boom! Tot. Böser Feuerreifers. Oh, Goldmaterial! Ganz auf Goldmaterial. Hast du eine Spezialattacke gemacht, oder? Ich habe nur eine Spezialattacke hinterhergesetzt, ja. Okay, ich dachte gerade, du hättest noch irgendwie einen Finisher gemacht, indem er schon tot war, ja. Schon hatten wir Zelda auf unserer Seite. Ja, wir hatten Zelda auf unserer Seite. Irgendwie komisch, wenn man auf Sheik begrenzt ist und dann Zelda, Zelda auf der Seite Kälte, ne? Kämpft, aber naja. Was soll's? Der hat Spieler noch nie Sinn gemacht, was diese Abenteuerkarten angeht. Das stimmt wohl. Santo? Pling. Machen wir einfach mal Agineta als Vermündeten. Ja. Yay, versiegelte Waffe. Jetzt haben wir auch mit Sheik Stufe 3 noch bessere Lyren. Yay. Mehr Lyren. Außerdem Sieg. Material noch gekriegt. Yay, war wahrscheinlich Lumpen. Sehr schön. Gute Arbeit. Ja. Stolz auf mich. Dass wir gar noch das Gold haben, finde ich sehr, sehr schön. Das heißt... Lyra, der Sheika. Das Ding sieht ja aus. Ja. Du kommst doch gar nicht mehr an die Seiten dran, so wie das Ding verschnörkelt ist. Ja, aber das ist sehr hübsch. Oder auch nicht. Oh, oh. Neuer Royal-Kopierstab, massig ja. Kram drin, aber unser Alter ist immer noch besser. Ja. Heiliger Taktstock, ja, magische Gleiter brauchen wir leider auch nicht, aber wir kriegen immer mehr Sockel. 25.000er Waffen. Ja, ne? Hast du vielleicht irgendeiner von einem Sockelbonus dabei gehabt? Ich weiß nicht. Könnte in dem Gleiter drin sein. Ich weiß nicht, welche ganzen Sachen da drin. Er hat auf jeden Fall viele Boni. Ja, und wir haben massig uralte Gleiter, die definitiv mal aussortiert werden können.
Ich glaube, wir haben schon mal irgendwann massig uralte Gleiter aussortiert, aber wir haben noch schlechte neue gekriegt. Ja, Garn und das Juwel, ein neues Gold. Und Pyromas Robe. Danke. Und. Danke. Moblin-Zeug. Wir brauchen mehr Pyromas Robe. Pyroma hat tatsächlich sein Material fallen lassen. Wir können mal ganz kurz in die Medaillenschmiede reingehen und mal kurz gucken, ob wir den für Link verbauen können. Dann sieht man nochmal wieder, wie schön viele Medaillen wir eigentlich inzwischen haben. Link hat ja praktisch alles. Ne, wir können leider damit nicht das letzte für Link da. Was brauchen wir denn da? Ist das Ganon-Material? Ne. Ach, wir haben einfach nur keine Exalfos-Handschuhe. Ja gut, das macht Sinn. Ja. Also wenn wir das nächste Mal einen Exalfos-Handschuh finden, dann hat Link alle Angriffsmedaillen geschmiedet, die er überhaupt im Spiel kriegen kann. Ja, die ganzen Silbermaterialien von normalen Gegnern zu bekommen ist auch... irgendwann nervtötend, ja. Schon, was haben wir denn hier oben? Charakterquiz, ja, das ist in 2 Sekunden erledigt. Und Zanto darf mal wieder mitspielen. Ja. Mit einem Herzcontainer. Na, dann schnapp ich mir gleich Zanto. Dann schnapp du dir mal Zanto. Okay, wen nehme ich denn mal? Nimm dir irgendwas Stärkes, weil Zanto hat nicht Stufe 3. Ja, das stimmt. Ich nehme mir einfach mal Zelda mit. Hat das Rapier inzwischen Stufe 3? Nee, leider nicht. Dann nehmen wir den Kopierstab. Und dann nehmen wir den üblichen. Ich weiß noch nicht, welches Kostüm ich jetzt habe, aber ich nehme einfach mal irgendwelches. Mit Zufallskostüm. Ja, Zanto hat immer noch hier den Schattensäbel. Ich glaube, das ist kein besserer, seit dem letzten Mal fallen gelassen worden. Also auf in die Mission. Guck mal, das sind Waffentaschen. Und wenn du eine Waffentasche in einem Kampf bekommst, dann bekommst du am Ende eine Waffe. Außerdem entwickelst du dadurch Aggression, weil du das Material von dem entsprechenden Charakter nicht bekommst, das du eigentlich viel lieber haben wolltest. Ja. Ach ja. Wir spielen im Wolkenhort. Oh, passend habe ich das Skyward Sword-Kostüm. Ja, das ist sehr gut. Wahrscheinlich noch irgendwann vom letzten Mal eingestellt. Ja. Hey, ich habe schon mal ein Drittel SP gefunden. Ich habe schon fast eine Leiste voll. Okay, Sachen gibt's hier nicht. Da vorne ist noch ein Krug. Nochmal SP plus 1. Und besiegel die Weise des Wassers. Das ist schwierig. Wird bestimmt fei sein. Ja, auf jeden Fall. Weise des Wassers. Aber hier OT-Quiz? Nee, ist einfach Charakter-Quiz. Was wollte ich tun und nicht lügen? Ja, genau. Gerade überlegt, was habe ich nochmal mit Zanto gegen normale Charaktere gemacht, um irgendwie sinnvoll anzugreifen? Aber ja, ich habe einfach nur angegriffen. Weil Zanto leider nicht so gut ist mit Kombinationen gegen Charaktere. Ja. Gegen Gegner ist es okay, seine Kombos einzusetzen. Gegen zwei Gegner, also gegen zwei Charaktergegner vor allen Dingen, machen die Kombos von ihm ihn einfach zu unbeweglich meistens. Ja. Die Schüsse rundum kann man noch einsetzen, aber die sind nicht übermäßig effektiv. Leider. Irgendwie hat Fei auch überhaupt keine Lust. Sie ist zwar auch blau, aber ihrer blauen Kollegin will sie nicht helfen. Gehen wir raus. Ja, die standen wirklich nur so in der Gegend rum. Und Freak! Finisher! Du machst einen nicht, schade. Doch, ich hab meinen auch gemacht. Sehr gut, also ein Double Finisher. Ja. Die halten aber tatsächlich ziemlich viel aus hier in der Mission. Da wird man dann doch wieder den roten Bereich hier oben. Ja. So, Zeit für Riesen-Zanto! Während sie irgendeine Attacke einsetzen, die wahrscheinlich Schaden macht. Ja. War leider nicht die cleverste Idee, das zu machen bei Ruto, die jederzeit in diese Attacken reingehen kann, leider. Ruto, die meisten Spieler haben Charaktere, die einfach mitten irgendwann angreifen können. Ja. Hey, Waffe erhalten! Und wir haben Fall nicht angeguckt, dafür vom Fall gar nichts erhalten. Nein, wir hätten vielleicht Stiefel wirklich gut brauchen können, immer noch. Ja. Dann kann ich einfach in der Zwischenzeit mal kurz, weil ich kann sowieso dreimal draus trinken, einen Schluck aus der Flasche nehmen, dann habe ich auch wieder volle Spezialangriffsleiste. Und weiter geht's in die nächste Festung. Windes ist der Wolkenhort, eine Stage, wo man nicht so ewig weit laufen muss für die nächste Festung. Das ist wohl richtig. Das Mädchen, das dir Geldbörsen für Insekten gibt. Agneta! Spoilers! Wir spoilern gerade den Inhalt, was dieser Charakter eigentlich in Twilight Princess macht. Ja, man sammelt Insekten und dann bekommt man größere Geldbörsen. Ja, von Agi. Ja. Von Agi. Von Agi haben wir immer noch. Ah, was ich Brutto mache, was Gefährliches. Von Agi haben wir immer noch nicht die Stufe 3 Waffe. Das macht mich traurig. Wir brauchen ja nicht mal ihre Stufe 3 Waffe. Ich glaube, wird es bestimmt bald gegeben. Nein, weg, Zanto! Oh Gott, das war jetzt hoffentlich nicht zu viel Schaden für den Aran. Warum müssen wir auch Ruto hier in den ganzen Kämpfen drin haben? Weil Ruto. Ist wieder gewagt, eine Spezialtechnik von Zanto einzusetzen und ich kann einfach nicht wegrennen, wenn ich irgendwas mit ihm mache. Das dauert ewig, bis man aus diesen Attacken wieder rauskommt. Ja, das sollte man gegen spielbare Charaktere wirklich sich dreimal überlegen, ob man da eine Spezialtechnik einsetzt oder nicht. Halt vor allen Dingen bei Ruto. Ich mach mal kurz ein paar Laser drauf, mal gucken, meine Leiste wieder leer machen. So, sie beschwört einen Insekt. Komm, bleib Angriffe. Ah, schade. War ich zu langsam für. Hast du gerade Lichtpfeile geschossen? Ja. So irgendwie aus wie ein Lichtpfeil, okay. Und Finisher! Ich hab mal Lichtpfeile, da hab ich mir gedacht. Kannst einfach mal benutzen. Ja. Jetzt stirb endlich, Agi. Weißt du, wenn das Spiel einem Lichtpfeile gibt und so, dann macht man daraus Limonade.
Moment! So. Yay, Waffe halten! Wo ist Router gestorben? Haben wir von Router was gekriegt? Ja, Material. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß noch nicht welches, aber auf jeden Fall Material. Egal welches, sind beide nützlich. Ja, und die letzte Festung. Da vorne ist nochmal Zeugs im Busch. Das nehme ich jetzt nicht mit, weil ich habe beides momentan sehr leer. Es lohnt sich nicht für mich, irgendwas davon einzusammeln. Wie sieht's mit Krügen aus? Herzen gibt's hier drin, sonst nichts Sinnvolles. Sind hier Rubine drin? Nein, hier ist... Oh, Lichtpfeile sind hier drin. Lichtpfeile! Feind, besiege den, der hoch zu Ross ist. Also ich vermute mal, damit wird Ganondorf gemeint sein. Wobei Midna ja auch sowas ähnliches hat. Sowas ähnliches wie ein Ross, ja. Ja. Finisher gegen Ganondorf. Auch gegen Ganondorf ist es eine unglaublich schlechte Idee, eine von Santos Kombos einzusetzen. Ja. Wenn der dann plötzlich seine Ganon-Beschwörung macht, ja, da sieht man irgendwie alt aus. Ja, äußerst. Aber den Kopf kann ich trotzdem beschwören, weil der ihn halbwegs beschäftigt hält, wenn er da einmal drin ist. Und Kopf auf. Ratter, 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 ratter. Ich halte dir gerade hier in der Ecke, ich hoffe, du wirst. Ich, keinen Schaden, ich hoffe, du erwischst die hier. Nee. Schade. Du hast dich perfekt aus meiner Attacke rausgehauen. Ja, ich hab sie da vorne in der Ecke gehalten, aber ich konnte dann nichts mehr dagegen machen, leider. Aber ich glaube, du hast ja noch mehr Spezialangriffsleiste. Nee, das war mein letzter. Du hast doch eine Flasche, oder? Ja, eine Flasche habe ich auch keinen Schaden. Entsprechend kann ich nicht trinken. Ach, du hast keinen Schaden. Ich hab noch Schaden. Da kann ich sogar. Wow, er wollte irgendwas Böses machen, Spezialangriff machen. Er wollte gerade seine Schwachpunktleiste zeigen. Aber dieses Mal hast du ihn mir weggeschlagen. Aber du hast immer noch Schaden. Immerhin. Santo scheint einen hohen Radius damit zu haben. Er hat einen relativ hohen. Und nochmal. Oh, ich habe gar keinen Leiste übrig. Ich dachte, die wäre voll, aber da ist ein ganz kleines Stück, das noch fehlt. Komm her, Ganondorf, du bist schon scheintot. Und du hast den richtigen Feind besiegt. Yay. Ich hoffe, wie gesagt, das hat noch zum A-Rang gereicht, weil Ruto. Yay, drei Waffen erhalten. Danke, Spiel. Ruto hat mich mit zwei Spezialangriffen getroffen, denen ich einfach nicht ausweichen konnte, weil ich was mit Santo getan habe. Und du hast alle Fragen richtig beantwortet. Jeder Schurke, ja, wissen es, Zelda. Bekommt am Ende das, was er verdient. Ja. Skyward Sword Zelda, die braucht eigentlich ein eigenes Avatar für die verschiedenen Kostüme. Ja, bräuchte alle Charaktere. Alle, ja. Sieht nur mal merkwürdig aus, das Standardbild dann allein zu sehen. Allein, dass du bei Link, wenn er Schattenlink ist, kein Schattenlink-Dings unten hast. Oder ja, ganz normal, ist immer. Wobei es das ja eigentlich gibt im Spiel. Ja. Wir haben Herz und Zähne erhalten. Wir haben es geschafft, Arang. Yay. Yay. Skyward Sword Zelda. Wuhu. Du bist aus einer anderen Zeitlinie als ich. Ja. Hau ab. Was? Du gehörst hier nicht auf die Stage. Geh weg. Ich gehöre wenigstens auf die Stage. Ich bin der Usurpator, ich übernehme diese Welt. Du kannst das. Ja, sehr gut. Damit haben wir leider keine wirklich große neue Belohnung gekriegt, außer einem Herzcontainer. No. Naja, egal. Es gibt wieder massig Sachen, die wir wegschmeißen können. Mit Nassa, Rutus Ohrring, Rutus Ohrring ist immer wichtig. Ja. No. Und dann würde ich sagen, haben wir wieder einiges geschafft und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir Ganondorf in der Galerie freigeschaltet haben. Und aus ihn Gründen. Jetzt angucken können. Ja. Buja. Also bis zum nächsten Mal, wenn wir wahrscheinlich da oben rechts die Ecke abschließen werden. See ya. Aloha.